Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn ich habe heute einen Mega-Tipp für dich. Und zwar, du kennst das, wenn du das Samsung Flip schon ein wenig verwendet hast, dann hast du immer diese Geräusche, wenn du etwas schreibst. Wenn du jetzt Videos drehst, dann hast du dieses Klackern die ganze Zeit auf dem Video. Und wenn du das kennst, dann weißt du, dass das total nervig ist. Vielleicht haben deine Teilnehmer das auch schon einmal bemängelt. Wäre es also nicht schön, wenn du den Stift deiner Wahl verwenden könntest? Ich habe ein paar mitgebracht. Filzstift, Whiteboardmarker, vielleicht den hier oder den Apple Pencil oder vielleicht sogar, um es ein bisschen luxuriöser zu machen, einen Montblanc Kuli. Wäre das interessant? Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere den Kanal gerne, aktiviere die Glocke und schau dir auch unbedingt die Playlist an zum Samsung Flip 2. Da gibt es noch mehr solche Tipps. Okay, ich hatte ja gerade schon versprochen, du kannst ab jetzt jeden deiner Lieblingsstifte verwenden. Ich hatte das schon mal probiert, als ich das Samsung Flip 2 damals gekauft habe, das ist etwa 2 Jahre her, und da hat es nicht funktioniert. Es kann also sein, erster Tipp, dass du die Software 1180 brauchst. Die habe ich jetzt installiert hier und mit der funktioniert das. Darauf hingewiesen hat mich Volker Engelmann von der Flugschule Engelmann. Volker, nochmals herzlichen Dank. Wir arbeiten immer hin und her und schieben uns die besten Tipps dann zu und stehen im engen Austausch auch mit dem Samsung Support. Und jetzt haben wir ausprobiert, oder der Volker hat das vielmehr ausprobiert und hat mir das dann geschrieben. Danke nochmal. Dass jetzt auch andere Stifte gehen. Zum Beispiel der Apple Pencil. Funktioniert auch, wenn du mit dem lieber schreibst. Der ist ein bisschen leiser als der Samsung und fühlt sich auch irgendwie ein bisschen cooler an. Aber auch hier hast du natürlich ein paar Geräusche. Dann kannst du auch nehmen, Neuland ist eine Firma, die machen sehr, sehr ergonomische Stifte, die mag ich sehr gerne. Als es noch keinen Samsung Flip 2 gab und ich herkömmliche Flipcharts benutzt habe, habe ich immer mit Neumann gearbeitet und ich habe sie so ein bisschen vermisst. Aber jetzt sind sie zurück, allerdings nur mit der Rückseite der Farbe. Das heißt, du hast ja immer vorne einmal die spitze Seite, wo du einmal die dünne Schrift hast. Und wenn du den Stift umdrehst, dann hast du die dicke Stift, die dicke Schrift. Und der Neumann, den ich hier habe, ist ein relativ dünner eigentlich, aber der kann nur die dicke Stift. Macht aber nichts, fühlt sich mega wertig an. Dann hast du normale Filzstifte. Der hier eignet sich, also diese dicke ist perfekt für sowas, weil du kannst, ich lösche das mal ein bisschen weg, du kannst sowohl dünn schreiben als auch dick. Je nachdem, wie du den Stift hältst, bist du natürlich viel, viel schneller unterwegs, als wenn du den Stift dann immer umdrehen musst. Das ist halt echt mega geil. Macht richtig Laune und, ich habe es ja vorhin gesagt, die luxuriöse Variante für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen übertreiben wollen. Selbst mein Montblanc Kugelschreiber funktioniert jetzt hervorragend. Und weißt du was, weil ich vorhin schon dabei war, habe ich es dann auf die Spitze getrieben und habe einen Q-Tip genommen oder Q-Tip. Der geht auch manchmal nicht zuverlässig, deswegen würde ich ihn nicht unbedingt nutzen. Aber wenn du mal keinen Stift zur Hand hast, guck, hier geht er jetzt gerade nicht. Aber wenn du ganz leicht und mit dem richtigen Winkel auftrittst, dann funktioniert sogar ein Q-Tip. Also 1180 Software Update, wenn du es nicht hast, dann bitte besorg dir das vom Samsung Support. Und ansonsten noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, egal welchen Stift du benutzt, egal was es auch sein mag, ob Kugelschreiber, Whiteboard Marker, egal was es ist, mach die Stifte vorher ordentlich leer und achte, ich habe gedacht, ich könnte mir einen leeren Stift kaufen. Wenn du das tust, dann nimm nicht diese dicken hier, denn
Die ganz dicken Stifte hier, die funktionieren nicht. Die kannst du nehmen zum Löschen, aber da bist du besser dran, wenn du hier mit der Hand drüber wischst, dann bist du schneller. Wenn du Stifte kaufst, dann lieber diese dünnen hier. Wenn du leere davon findest, dann kannst du die nehmen. Ansonsten musst du sie trocknen lassen. Hat bei mir 3 Tage gedauert. Am Schluss bin ich mit dem Föhn dran gegangen, weil ich es nicht mehr abwarten konnte. Aber funktioniert in diesem Sinne. Nochmals danke an Volker und danke auch an dich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal, Glocke aktivieren und ganz, ganz wichtig, check auf jeden Fall die Samsung Flip 2 Playlist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Uwe.